Hallo zusammen, hier ist euer Jörg, euer Fotofuzzi, euer Taschenfreak, euer Stativfreak. Heute habe ich eine Sache, die ich euch gerne mal zeigen möchte, und zwar mein Ladetäschchen. Die Idee zu diesem Thema ist nicht von mir, die ist von einem anderen Blogger, dessen Blog ich sehr gerne verfolge. Den Link schreibe ich euch auch unten ins Video rein. Aber ich wollte euch das in Form eines Videos mal zeigen. Das Thema Laden der Akkus unterwegs. Wir alle kennen das Problem, Systemkameras und deren Akkus. Ein Drama. Nach 200, nach 300, nach spätestens 400 Bildern ist Schluss und man muss unterwegs, gerade bei einer längeren Reportage, mal nachladen. Heute möchte ich euch zeigen, was ich in meiner kleinen, das ist die Compagnon Toolbox, alles drin habe und wie es funktioniert. Gerade bei Hochzeiten, wo sehr viele Aufnahmen entstehen, ist es oft ein Thema, dass die Akkus nicht reichen. Man aber auch nicht wirklich da, wo man seinen Platz hat, wo man sitzt, irgendwo am Kinder-, am Elterntisch, am Opertisch, nicht wirklich eine Steckdose vorfindet. Man natürlich auch nichts groß verkabeln möchte, aber trotzdem irgendwann gegen Abend mal seine Akkus etwas nachladen möchte, wenn man merkt, der Akkuvorrat, auch wenn das viele sind, geht vielleicht doch langsam zu Ende. Alleine für das sichere Gefühl möchte man die gerne nachladen. Oder auch auf Reisen mal, dort wo die Steckdose im Hotel wieder extrem schlecht gelagert ist. Ja, was habe ich hier alles in der Tasche? Ich würde sagen, wir packen es einfach mal aus. Das sind zwei kleine, ganz kleine Akkuladegeräte. Das ist eine relativ große Powerbank, zwei Kabel und ein Steckernetzteil. Das ist eigentlich auch schon fast alles des Hexenwerkes. Von der Firma Baxter, was auch immer dahinter steht, gibt es ganz kleine Ladegeräte, die ihr hier seht, die per USB-Kabel geladen werden können. Das heißt, ich kann diese über meine Powerbank, das ist hier eine 22.400 Milliampere Powerbank, ungefähr 20, 30 Euro so ein Teil, die gibt es ja wie Sand am Meer mittlerweile, kann über diese Powerbank entsprechend hier das USB-Kabel, das ist ein Standard-Micro-USB-Kabel, hier dran stecken und kann somit zwei Akkus laden. Ich habe jetzt hier zwei verschiedene Varianten. Das ist einmal das für die Sony-Akkus, für die Alpha 7-Serie oder die A6000er-Serie. Und hier, das ist das Panasonic-Teil für die Panasonic-Akkus, womit ich meine Leica Q-Akkus gut laden kann. Denn wir wissen alle, die Leica Q-Akkus sind baugleich mit einem Modell, das ist auch für Panasonic Akkus für Panasonic Kameras gibt. Die, wie ihr seht, Ladegeräte sind extrem klein, extrem leicht. Ich glaube, da kann man auch nicht wirklich viel falsch machen. Ich selbst setze nur auf Originalakkus. Ich kaufe, nachdem ich bei einem Freund gesehen habe, wie es aussehen kann, wenn ein Akku explodiert, kaufe keine No-Name-Akkus mehr, aber bei einem Ladegerät, gerade wenn es nur unterwegs mal schnell eingesetzt wird, mache ich mir da durchaus keinen Kopf und habe jetzt ein paar Tage die Ladegeräte hier testweise auch an der Steckdose laufen lassen und muss sagen, das hat alles stressfrei funktioniert. Die Akkus werden geladen, ich habe eine Anzeige, wenn der Ladevorgang beendet ist und habe jederzeit die Möglichkeit, mobil, egal wo ich bin, das Ganze mal schnell aufzuladen, notfalls sogar in der Tasche. Bin zwar kein Freund von Akkus in geschlossenen Taschen, das heißt, das, was ihr eben gesehen habt in diesem Täschchen, nutze ich unterwegs tatsächlich nur zum Transport oder geöffnet irgendwo in der Ecke unterm Tisch oder irgendwo in der Nähe von der Bar, wenn ich abends mal meine Akkus dort aufladen möchte. Damit das Ganze natürlich auch wieder nicht nur vom Akku abhängig ist, weil auch eine Powerbank ist letzten Endes ein Akku, habe ich mir von der Firma Anker so ein Zweifach-Ladeteil, Steckdosen-Ladeteil gekauft, kostet knappe 9 Euro und kann somit natürlich die zwei Ladegeräte auch hiermit aufladen, indem ich das eben ganz einfach dann in die Steckdose buxiere. So bin ich auch sehr klein, handlich und kann das entsprechend hier dann mit Strom versorgen. Natürlich kann ich auch so rum wiederum meine Powerbank versorgen. Aber auch der Weg, wenn ich jetzt ein drittes Kabel dabei habe, die Powerbank an die Steckdose und dann wieder die Ladegeräte hier dran, wenn ich das abends im Hotel nutzen will. Also ihr seht, mit sehr wenig Aufwand, mit sehr wenig Packmaß, quasi zwei Händchen voll, habe ich das Thema Stromversorgung unterwegs, mobil, damit sehr, sehr sinnvoll lösen können. Und das Ganze, wie ihr gesehen habt, passt super in so ein
Kompagnon, das ist die Toolbag, die ich sehr mag. Rein auch mit den Akkus, wenn man hier die Akkus natürlich rausnimmt, passt hier noch viel mehr rein. Aber ich wollte es euch ja extra so zeigen, dass man es quasi auch angeschlossen hier drinne transportieren kann. Also das ist eine sehr, sehr feine Sache, sehr günstig auch. Eine Powerbank liegt, wie gesagt, je nach Ladevolumen zwischen 10 und 40 Euro. Die hat, glaube ich, 29 Euro gekostet, ist sehr robust. Muss ja auch nicht viel können, außer Strom liefern in verschiedenen Stärken. Also auch hier für ein dickes iPad oder für ein dickes Samsung-Tablet kommt hier genug raus. 9 Euro, ich glaube 9,99 Euro, das Steckernetzteil von Anker für 2, gibt es auch für 3, 4, 5 Ports, gibt es auch in der größeren Variante, das habe ich zum Beispiel hier liegen, wo ich bis zu 6 USBs dran stecken kann mit dem Standard Stromkabel, also auch das geht natürlich, kann man da auch benutzen, aber gerade für die handliche Fototaschengeschichte ist mir das kleine hier wesentlich lieber. Und die beiden Baxter Ladeteile kostet auch eins um die 10 Euro. Die Bezugsquellen dazu schreibe ich euch unten alle ins Video mit rein. Wie gesagt, die Idee ist nicht von mir, bin selbst über einen anderen Blogger darauf aufmerksam geworden, fand das aber wirklich genial, so dass ich es euch in diesem Video hier kurz heute zeigen wollte. Das Ganze ist handlich, das kann man in den Kofferraum werfen. Wer genug Platz im Rucksack hat, kann es da reinstecken oder in die Hochzeitstasche. Auch da ist genug Platz, um es darin zu verstauen. Ja, ihr Lieben, das war heute die Version Strom, Akkus, mobiles Laden. Vielleicht hilft es euch ja. Würde mich sehr freuen. Freue mich übrigens immer auf eure Kommentare, auf eure Likes, auf eure Daumen hoch. Was auch immer ich euch tun kann, lasst es mich wissen. Und ich würde sagen, ich wünsche euch einen tollen Tag. Hier war euer Fotofuzzi. Danke fürs Zuschauen.